Herzlich willkommen zum Slupcast, vom Thema zum Volltext. Recherchieren in Fachdatenbanken. Level 3, die Datenbank. Herzlich willkommen. Dies ist eine Aufzeichnung der Präsentation aus dem Kurs vom Thema zum Volltext. Recherchieren in Fachdatenbanken. Level 3, die Datenbank. Haben Sie noch Fragen zu den Grundlagen der Recherche? Also den Inhalten, die im E-Tutorial in Level 1 und 2 vermittelt wurden? Dann beantworten wir Ihnen Ihre Fragen natürlich gerne. Kontaktieren Sie uns dazu einfach per E-Mail. Schreiben Sie bitte an information@slup-dresden.de. Wie können Sie ortsunabhängig Zugriff auf lizenzpflichtige E-Ressourcen der SLUP bekommen? Ein ortsunabhängiger Zugriff auf lizenzpflichtige Datenbanken, elektronische Zeitschriften und E-Books ist nur für Angehörige, also Mitarbeiter oder Studierende der TU Dresden möglich. Es gibt verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit ist die Authentifizierung über das SLUP-Benutzerkonto. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie über einen gültigen Benutzerausweis der SLUP verfügen und Angehöriger der TU Dresden sind. Eine weitere Möglichkeit ist der Zugang zum TU-Netz über Ihren eigenen Rechner. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie Angehörige der TU Dresden sind und über ein ZIH-Login verfügen. Mit diesem können Sie sich dann entweder über den Webbrowser per WebVPN authentifizieren oder Sie installieren den VPN-Client direkt auf Ihrem Rechner. Sollte es bei der Nutzung des VPN-Clients zu Verbindungsproblemen kommen, dann ändern Sie bitte im Programm beim Anmelden unter Group die Einstellung auf C-Tunnel All Networks. Falls das nichts ändert, kann es daran liegen, dass der VPN-Client momentan sehr stark genutzt wird und die Verbindung überlastet ist. In diesem Fall versuchen Sie bitte alternativ die Nutzung des OpenVPN. Auch hier identifizieren Sie sich mit Ihren ZIH-Daten. Sollte es Probleme mit Ihren Login-Daten geben, dann wenden Sie sich bitte direkt an das ZIH der TU Dresden. Alle Informationen zur Installation, zu den Einstellungen im VPN erhalten Sie direkt auf den Webseiten des ZIH. Zur Auswahl der für Sie passenden Datenbank nutzen Sie bitte das Datenbank-Infosystem. Dieses erreichen Sie am einfachsten über die Webseite der SLUP unter www.slup-dresden.de. Klicken Sie hier in der oberen Navigation auf den Punkt Recherche und wählen das Untermenü Datenbanken. Auf dieser Seite wählen Sie dann den Link hinter dem Text Fachdatenbankangebote. Nun haben Sie DBIS geöffnet. Auf der linken Seite sehen Sie eine schnelle Suche, in die Sie den Namen der gewünschten Datenbank eingeben können. Alternativ können Sie auch eine Datenbank über die Liste der Fachgebiete auswählen. Wählen Sie die gewünschte Datenbank aus und klicken in der Detailansicht, die Sie erhalten, bitte auf den Link hinter Recherche starten. Beachten Sie bei allen Datenbanken bitte die Zugangsmöglichkeiten. Ist eine Datenbank, wie hier im Beispiel, mit einem gelben C gekennzeichnet, bedeutet das, dass Sie sich vorher als TU-Angehöriger in Ihr SLUP-Benutzerkonto einloggen müssen oder sich mit dem VPN-Client der TU verbinden müssen. Nun noch einige allgemeingültige Tipps zur Recherche in Fachdatenbanken. Schauen Sie sich gerade bei Datenbanken, die Sie zum ersten Mal verwenden, die Hilfeseiten an. Hier werden jeweils die Suchfunktion und zum Beispiel auch die Verwendung der Operatoren in der Datenbank erläutert. Denn gerade die Verwendung der Operatoren kann sich je nach Datenbank deutlich voneinander unterscheiden. Nutzen Sie jeweils auch die angebotenen Suchfilter, um Ihre Suche weiter einzugrenzen und so auf einfache Weise Ihre Suchergebnisse zu präzisieren. Einige Datenbanken verfügen darüber hinaus über einen Thesaurus.
Bei einem Thesaurus handelt es sich um eine Liste von Begriffen, in der jedem Begriff Ober- und Unterbegriffe, aber auch Synonyme zugeordnet sind. Diese Begriffslisten können Sie als Anregung benutzen, um weitere Suchbegriffe zu erhalten. Und erstellen Sie ein Rechercheprotokoll. Schreiben Sie sich also auf, wann Sie in welcher Datenbank mit welchen Suchbegriffen gesucht haben und halten Sie auch die Ergebnisse fest. Dies ist besonders sinnvoll, wenn Sie ein langfristiges Rechercheprojekt haben, denn dann können Sie sich mehr Arbeit ersparen. Wie gelangen Sie nun zum gewünschten Volltext? Nicht in jeder Datenbank ist der Volltext, den Sie lesen möchten, gleich enthalten. Einige Datenbanken verlinken auf die Webseite des Verlages und wieder andere Datenbanken enthalten nur den Literaturnachweis. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, wie Sie an den Volltext gelangen können. Ist der Volltext in der Datenbank frei verfügbar? Dann müssen Sie das PDF einfach nur runterladen und können den Text nutzen. Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie, ob der Volltext eventuell über eine Lizenz verfügbar ist. Loggen Sie sich also in Ihr SLUB-Benutzerkonto ein, wenn Sie TU-Angehöriger sind, oder verbinden Sie sich mit dem VPN-Client. Dann können Sie den lizenzierten Volltext herunterladen. Sollte auch das nicht möglich sein, weil vielleicht einfach gar kein Download-Button zur Verfügung steht, dann prüfen Sie bitte, ob wir die Zeitschrift elektronisch im SLUB-Katalog verfügbar haben. Hier können Sie auch wiederum nach Login in Ihr Benutzerkonto als TU-Angehöriger oder nach Verbindung mit dem VPN-Client die Zeitschrift bzw. den Artikel entsprechend herunterladen. Was ist zu tun, wenn die SLUB nicht über die elektronische Zeitschrift verfügt? Dann schauen Sie bitte in unserem Katalog, ob wir die Zeitschrift gedruckt zur Verfügung stellen können. In diesem Fall können Sie die Zeitschrift in den Räumlichkeiten der SLUB nutzen und sich Kopien anfertigen. Wenn die SLUB die Zeitschrift nicht zur Verfügung hat, dann bleibt Ihnen nur noch die Möglichkeit, die Fernleihe oder Lieferdienste zu benutzen und eine Fernleihbestellung auszulösen. Weitere Informationen dazu folgen gleich. Die Fernleihe und Lieferdienste sind eine gute Alternative zur Beschaffung von Literatur, die es nicht in der SLUB Dresden gibt. Zum Recherche- und Bestellportal der Fernleihe gelangen Sie über den angezeigten Link. Bei der Fernleihe werden Bücher und Aufsatzkopien aus deutschen und internationalen Bibliotheken geliefert, insofern der gewünschte Artikel nicht in einer Dresdner Bibliothek vorhanden ist. Der Vorteil der Fernleihe ist der günstige Preis von 1,50 Euro pro Bestellung. Zusätzlich übernimmt die SLUB den Rückversand der Bücher. Sie holen das Buch also ganz normal an der Servicetheke der SLUB ab und geben es auch dort wieder zurück. Der Nachteil der Fernleihe ist, dass eine Bestellung auch bis zu 14 Tage dauern kann. Alternativ können Sie Lieferdienste wie zum Beispiel Subito verwenden. Bei Subito wird unabhängig vom Standort der Literatur geliefert. Das heißt, Sie können auch Bücher bestellen, die in der SLUB Dresden vorhanden sind. Hierzu recherchieren und bestellen Sie selbst in deutschen und internationalen Bibliotheken. Dazu müssen Sie sich vorher bei Subito registrieren. Die Lieferung der Bücher geht dann direkt an Sie zu Hause. Der Vorteil ist die im Vergleich zur Fernleihe schnelle Lieferung innerhalb weniger Tage. Der Nachteil sind die höheren Kosten, die Sie selbst tragen müssen, und zusätzlich tragen Sie auch die Kosten für den Rückversand der Bücher an die jeweilige Bibliothek.